2019 bricht in Hildesheim eine Masernepidemie aus. Amrei Cohen und Nicola Meyer machen sich für die Zeit auf den Weg. Ihr Ziel, ein Hintergrundbeitrag zu diesem Thema, zu dem ja schon viel berichtet worden war in der tagesaktuellen Presse. Ihre Recherche führt sie ins Jahr 1999 zu einem Fall, wo sich in einer Arztpraxis von einem Kinderarzt verschiedene Kinder angesteckt haben mit Masern. Ein nicht geimpfter Junge hatte sie infiziert. Zwei der Kinder starben an der Spätfolgenkrankheit SSPE. Für den 79-jährigen Kinderarzt ein Trauma. Dennoch empfängt er die Journalistinnen. Weil es sozusagen wieder eine erneute Epidemie gab und er es für wichtig hielt, zu zeigen, was schiefgehen kann, wenn man eben nicht impft in seinen Augen. Auch die Mütter Oksana Giesbrecht und Anka Kneb öffnen sich, trotz ihres Schmerzes über den sinnlosen Tod ihrer Kinder. Sie wollen zeigen, dass die Verantwortung von Eltern vielleicht eben nicht nur die Impfentscheidung für ihr Kind ist, sondern dass sie letztendlich auch mitentscheiden, ob ihr Kind, was nicht geimpft ist, vielleicht eben andere Kinder ansteckt, die noch nicht geimpft werden können. Nicht impfen, ein tödliches Versäumnis. Viele Leser hat das, glaube ich, sehr berührt, weil es einfach eine sehr, sehr dramatische Geschichte ist. Die andere Seite waren aber letztendlich auch eine kleine Minderheit, aber eine sehr laute Minderheit. Das waren natürlich die Impfgegner, die uns hinterher auch geschrieben haben.